Dann kommen wir jetzt zu Herrn Pott von der FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Also ich stimme ja dem Kollegen Striege nicht oft zu, aber in dem Fall muss ich ihm dann auch mal zustimmen. Ich glaube, der vorgelegte Gesetzentwurf bringt viele wichtige und gute Dinge auf den Weg. Und man kann auch das eine tun, ohne das andere zu lassen und auch die anderen Herausforderungen, die es auf dem ländlichen Raum gibt, anpacken. Wir sollten aber eins wirklich nicht vergessen, Digitalisierung und Infrastrukturausbau, digitale Infrastruktur im ländlichen Raum. Das sind große Aufgaben, aber das sind Grundvoraussetzung dafür, dass der ländliche Raum eine gute Zukunft hat und dass wir ihn attraktiv gestalten. Bei der Vergabe von Frequenzen für den Mobilfunk steht nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit, Stichwort UMTS, nicht mehr in erster Linie das Maximieren von Einnahmen für den Bundeshaushalt im Mittelpunkt. Über die Einzelheiten der Auflagen, zu der die Bundesnetzagentur die Mobilfunkbetreiber neben der Zahlung der Auktionsgebots verpflichten kann, kann man streiten. Wir als Freie Demokraten haben die Orientierung an Haushalten statt der Fläche durchaus skeptisch gesehen. Schließlich ist der eigentliche Zweck des Mobilfunks, dass man unterwegs erreichbar ist und nicht nur zu Hause. Dennoch ist die Intention völlig richtig. Und es gibt neben den Auflagen zur Haushaltsabdeckung ja auch solche für die wichtigen Verkehrswege. Vor nicht allzu langer Zeit begegnete 5G noch allerlei Bedenken und teilweise grotesken Ängsten. Mittlerweile gibt es viel häufiger Beschwerden, wenn man davon abgehängt ist. Die Frage, ob wir 5G an jeder Milchkanne brauchen, sollte heute nur noch rhetorischer Natur sein, aber wir haben auch heute gesehen, dass das leider nicht so ist. Die Bedeutung einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung für die digitale Infrastruktur und damit die Lebensverhältnisse dürfen mittlerweile kaum mehr umstritten sein. Als topografisch insgesamt relativ günstiges Land ohne Bundesgrenze konnten zwei der damals drei Mobilfunker die Auflagen von 97% Haushaltsabdeckung aus dem Jahr 2015 für Sachsen-Anhalt bis zum Stichtag zum Jahreswechsel 2019-20 erfüllen. Die Telefonica wurde eine Nachfrist gesetzt. Für die umgangssprachliche 5G-Auktion, genannte Frequenzvergabe 2019, wurde der Wert bis Ende 2022 auf 98% heraufgesetzt. Als Abgeordnete, die im Land sehr viel unterwegs sind, wissen wir aus eigener Erfahrung, dass die Auflagen zur Abdeckung der Verkehrswege von keinem der Unternehmen erreicht werden. Bis zum Jahresende müssten eigentlich alle Bundesautobahnen, die wichtigsten Bundesstraßen und Schienenwege mit mindestens 100 Mbit im Antennensektor versorgt sein. Bis Ende 2024 sollen alle übrigen Bundesstraßen und Schienenwege sowie sämtliche Landesstraßen mit mindestens 50 Mbit abgedeckt sein. Die Mobilfunkunternehmen führen als Grund, warum sie diese Versäumnisse nicht zu vertreten haben, regelmäßig an, dass ihnen geeignete Antennenstandorte fehlen und Genehmigungen verwehrt oder verzögert werden. Gänzlich von der Hand zu weisen sind diese Entschuldigungen leider nicht. Außerorts ist an Kreis- und Landesstraßen bis 20 Meter Entfernung jeglicher Hochbau verboten. Das wollen wir nun ändern. Schienenwege dürfen nicht ausgeleuchtet werden, wenn der Bahnfunk GSMR gestört werden könnte. Leider ist der Austausch zu gehärteten Endgeräten trotz eines Förderprogramms des Bundes nicht so vorangekommen, wie erhofft. Die Vorgabe zum Einsatz störenfester GSMR-Funkmodule werden nun voraussichtlich erst 2025 kommen. Auch sind kleinere Standorte zwar heute schon genehmigungsfrei, an größeren bemängeln die Unternehmen aber Verfahrensdauern von 18 bis 20 Monaten. An 99% aller Standorte endeten die aber ohnehin in einer Genehmigung, wie die Telefonica Deutschland-Chef verlauten ließ. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf verfolgt die Landesregierung einen Weg, für den wir als Freie Demokraten nachdrücklich werben. Wir erleichtern Mobilfunkunternehmen die Arbeit, indem wir bürokratische Hürden abbauen, damit wir gleichzeitig den Druck auf sie, mit dem Ausbau endlich schneller voranzukommen, aufbauen. Wir räumen Hindernisse aus dem Weg. Tempo müssen Sie nun selbst aufnehmen. Ich bitte um die Überweisung und freue mich dann auf die Beratung im Ausschuss für Infrastruktur und Digitales. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.